Ausgreifen Weekly Update. Ja, die letzte Folge ist jetzt irgendwie 4 Monate her, aber das Spiel ist auch keine so große Rolle. Nur weil es eigentlich verständlich kommen soll, heißt es ja nicht, dass es auch mal nur einmal im halben Jahr kommen darf. Es ist auf jeden Fall in diesen 4 Monaten einiges passiert. Unter anderem ist mein Zimmer hinter mir neu. Also größtenteils neuer Schreibtisch, neuer LED-Streifen. Das wäre so das Wichtigste. Außerdem habe ich einiges an der Webseite neu weitergemacht und das gucken wir uns einfach mal an. Wir sind mal wieder auf der Website und werden mal angucken, was neu dazugekommen ist. Zum einen habe ich jetzt hier die Bilder hinzugefügt zu den YouTube-Channels. Dann habe ich natürlich die Bilder hier jetzt hinzugefügt, damit das ein bisschen schöner aussieht. Zum Vergleich mal hier, wie es vorher aussah. Außerdem hat man jetzt hier so ein paar neue, kleinere Änderungen in der Navbar. Und zwar zu einem diese Animation, wenn man da drüber hovert. Außerdem habe ich jetzt diese Dropdown-Menüs so zentriert unter die Auslöser gepackt. Also auch eigentlich nur eine kleine Änderung. Dann habe ich außerdem einige neue Beiträge beim Portfolio hinzugefügt und zudem diese beiden Icons hinzugefügt, zumindest bei denen, wo es zutrifft. Und zwar steht das eine hier, das da, das obere immer für, ob man es runterladen kann und das untere, ob es Open Source ist. Kommen wir zu einer der größten Änderungen, die seit dem letzten Mal, also in den 4 Monaten, dazugekommen sind. Und zwar diese neue Login-Page, die ziemlich aufwendig war mit den Animationen und so. Und zwar kann man jetzt hier zum Beispiel seinen Nutzernamen und Passwort eingeben. Und dann ist man hier auf der sehr schönen und einigermaßen neuen Profilseite. Wobei der größte Teil, den gab es halt auch vorher schon. Nur eben das hier oben ist neu. Aber zuerst mal hier oben hin in die Navbar. Da wird jetzt das Logo eingeblendet, wenn man eingeloggt ist, zur Veranschaulichung. Kommen wir aber jetzt zu dieser Bar, die ziemlich an das Design von Twitter angelehnt ist. Nur eben in Rot und mit ein paar anderen Einträgen. Nein, es ist keine Einträge, sondern Blogs. Hier kann man sehen, wie viele Beiträge man insgesamt verfasst hat. Also dazu zählen Posts, Blogposts und Blogkommentare. Und dann rechts daneben nochmal alles einzeln. Ganz rechts eben Follower und wie vielen man folgt. Außerdem ist euch vielleicht dieser Button hier unten aufgefallen. Und zwar ist es jetzt ein ganz besonderer Button. Und wenn man hier drauf gedrückt hat, kann man einen Post verfassen, zum Beispiel. Also dieser Post geht jetzt zur Demonstration der Posts für das YouTube-Video. Ich überlege aber eigentlich noch, den Titel wieder zu entfernen, weil der macht nicht so viel Sinn, meiner Meinung nach. Es sollen ja kurze Beiträge sein. Dann kann man eben einen Inhalt hinzufügen, wie ich gerade gemacht habe. Und ich plane eben, wie man hier auch unten in dem Text lesen kann, noch die Möglichkeit zu geben, Fotos, Videos, Audio und alle möglichen anderen Medien wie auch GIFs oder sonst irgendwas in den Post einzufügen. Wenn man jetzt auf Veröffentlichen drückt, dann kann man entweder das ansehen oder nicht. Ich finde diese Buttons noch nicht so gut gelöst, weil eben eigentlich vom User Experience Design ist es sehr schlecht, so Buttons einfach ja, nein zu benennen. Das ist immer sehr verwirrend, weil man muss sich dann erstmal den kompletten Text durchlesen. Deswegen eigentlich so Buttons machen, Posts ansehen, Posts nicht ansehen oder auf der Seite bleiben. Wenn man dann auf den Button gedrückt hat, dann kommt man hier hin wieder und man sieht, hier ist der Post, den ich eben verfasst habe. Also außerdem habe ich eine kleine App entwickelt und zwar war das eigentlich erst als Schulprojekt, aber dann habe ich das einfach noch ein bisschen weitergeführt und ja, das ist einfach eine App, die nennt sich Crypto. Da werde ich den Source Code eventuell auch auf GitHub veröffentlichen. Vielleicht habe ich das schon, dann könnt ihr direkt auf den Link in der Beschreibung drücken oder es kommt noch. In dieser App Crypto kann man eben mit verschiedenen Verschlüsselungsarten Texte verschlüsseln und wieder entschlüsseln. Das macht man mit Crypto einfach eher nicht. Hier von wegen LED-Streifen, ich habe hier diesen Button, den sehe ich noch da hinten, also hier irgendwo anbringen. Ich bin übrigens
den Wegkant nicht dazu gekommen. Dazu habe ich übrigens auch noch dieses 10 Meter lange Kabel, damit ich es von da die ganzen Meter nach da führen kann. Weil hier ist von das Teil, wo man dieses Teil anschließen kann. Vielleicht mache ich das einfach mal im nächsten Video oder so. Ich weiß ja nicht. Im nächsten Video update. Also 8 Monate. Bis dann.